Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mecha Arena. Ich habe mir gerade hier meine Quest angeschaut, die ich noch machen muss. Eigentlich alles. Fast alles. Und ja, ich würde mal sagen, dann spielen wir mal wieder hier Wettbewerb. Ich bin noch ein bisschen leicht erkältet, hört man sicherlich. Aber trotzdem viel Spaß. Okay, dann geht es los, los, los. FFA ist immer noch in Gange. Halt die ganze Woche meistens immer, ne? Ich fange mit ihn hier an. Ach Mensch. Das war richtig doof von mir gewesen. Egal. Dann nehmen wir den nächsten. Ah, mir fehlt ein Schuss. Beweg dich schneller, Dicker. Okay, der ist down. Zwei Kills erst. Ah, das muss doch irgendwie schneller gehen hier. Es hat geleckt. Och nee, da hat jemand meinen Kill geklaut. Warum ist er nicht tot? Holy shit! Da klappt hier heute auch gar nichts, ja? Runtergefallen, Gott sei Dank. Und? Jawohl! Schnell wieder verstecken hier ein bisschen. Er schießt auf mich. Okay, erstmal Schild wieder aktivieren. Und jawohl. Schnell wieder in der Ecke gehen hier, wo er mich nicht so schnell angreifen kann. Schild aktivieren. Jawohl. Es klappt doch. 6 Kills. Damit werde ich bestimmt gewonnen haben. Also nicht erster, aber... Ach, Mist. Schon wieder kein Schuss. Okay, habe ich gewonnen oder nicht? Zweiter Platz. Super. Super. Also ich möchte heute wirklich probieren, alle drei Runden zu gewinnen. Deswegen werde ich gleich wieder mit meinem Killshot starten. Weil das halt mein stärkster Mech hier in dieser Konstellation ist, die ich habe. Und wenn der nicht hilft, dann... Entweder mit den Longarm, ich glaube, ja, mit den Longarm, das ist der zweitstärkste. Also mit den, wie ist der? Paragon, genau. Nee, nicht Paragon. Jungnut. Ja. Gut, dann bis gleich in der zweiten Runde. Okay, die zweite Runde geht los. Wir sind dabei zu gewinnen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jawohl.
muss ich ein bisschen warten. Erstmal hier vorne hingehen. Hier in der Ecke rein. Hier ist man immer sehr gut geschützt. Zumindest man kann nicht von oben beschossen werden. Zwei, eins und ja, bei dem, wer war das, Paragon? Nee, nicht Paragon, der mit dem Schild auf jeden Fall. Ah, leck, scheiße, Mist. Ach, fuck. Jetzt bin ich down. Jetzt bin ich down. Jetzt bin ich down. Woher wusste ich das? Kurz am Lecken gewesen und dann vorbei. Dann war der ganze Spaß vorbei. So, jetzt aber jetzt in einer anderen Ecke. Mit dem finde ich es allerdings besser oben zu stehen, weil der so eine lange Nachladezeit hat. Mit den Long Arm. Und nach oben rennen halt nicht so viele Leute hin. Bisschen zurückgehen. Eine längere Entfernung macht der Longarm mehr Schaden, als wenn ich so nah dran bin. Gesehen? Platz Nummer 1. Ich finde das so immer ärgerlich, wenn kleiner Leck drin ist, dann weil man muss meistens immer schnell gehen bei dem Spiel. Natürlich, wenn du Scharfschützengewehr hast, so ein Longarm und weit hinten stehst, dann kannst du natürlich hinten stehen, hast ein bisschen mehr Zeit. Auch wenn ich mit Killshot und sowas unterwegs bin, was Nahschall macht, darf ich keinen Leck haben, sonst ist es vorbei. Aber ist ja aber meist ein Ego-Shooter so. Das sag ich mal. Bis gleich in der zweiten Runde. Okay, die dritte und letzte Runde ist in Gange und ich würde mal sagen, wir spielen wieder mit dem Killshot, weil ich möchte ja unbedingt heute alle drei Runden gewinnen. Passiert nicht oft, aber manchmal habe ich das Glück, dass ich es schaffe. Schnell wieder in die Ecke rein hier. Warten, bis nachgeladen ist. Die sind alle da hinten in der Ecke. Ich wollte gerade schießen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Oh, 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 nein! Okay. Nein. Also ich glaube, ich werde nicht gewinnen. Ich werde jetzt mich mit den Longarm nach oben verdrücken. Den
Ihr dürft jetzt so ein ganz bisschen nehmen haben. Jo. Da liegt eine Mine. Bleib doch stehen! Okay. Das war die Rache. Nachladen. Schnell nach oben laufen. Das gibt's doch nicht. Mr. Hamm. Na gut, dann nehmen wir jetzt mal den hier. Der bringt zwar eigentlich gar nichts hier in dieser Runde. Aber ich denke, ich brauche nur noch einen Kill, dann habe ich mitgewonnen. Ach nee. Ein Kill. Ich denke, ein Kill würde reichen. Nein! Oh Menno! Das kann doch nicht wahr sein. Bitte! Gewonnen! Nein! Ich habe mal wieder nicht alle drei Runden gewonnen. Ach, Mensch! Ärgerlich. 5 Tötungen nur. Wie viel hatte der dritte gehabt? 7? Egal. Verloren ist verloren. Auf dem 5. Platz war ich nur. Ach, 6 hatte der gehabt. Na gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.